Das kennen wir. Oh, das war so ein tolles Level. Das ist noch immer mein Lieblingslevel gewesen. Bis jetzt. Ich bin gespannt, ob noch ein tolleres Level hier kommen wird. Aber das war so traumhaft. So wundervoll, so wunderschön. Wo will ich denn eigentlich hin? Ich will zwar darauf, aber ich brauche zuerst die Nuss. Ist sie da drüben? Die Kamera hat sich leider verändert. Ja, da ist nämlich noch dieser andere Ballon. Und da muss ich auch drauf. Okay, komm rüber. Ich brauch dich. Die Musik passt echt total zur Natur. Erinnert mich irgendwie an Donkey Kong Country 1 für den SNES. Hm. Das war Welt 3. Das erste Level, das zweite oder das dritte so ungefähr. Ich glaube, da war so eine ähnliche Musik dabei. Ja, erstaunlich, was wir hier gefunden haben. Aber trotzdem, ich brauche das nicht mehr. Ich habe so viel Geld schon. Ja, Bushwick ist einfach wunderschön. Mir gefällt es mit diesem Geweih einfach nur total gut. Macht viel Damage. Natürlich gegen Torch kann er nicht mithalten, aber er hat so seine anderen Fähigkeiten und die sehen optisch einfach nur klasse aus. Das hat mir super gefallen. Auf der richtigen Spur. Oh, das ist eine sehr nette Idee. Also das Level kann auch was. Das zählt sich auch zu meinen Lieblingsleveln wahrscheinlich dazu. Bis jetzt alles super gelaufen. 15 Rüstung, Cowboyhut brauche ich dann doch nicht. Mein ganz eigenes Blätterdach. Nein, sieht überhaupt nicht gut aus. Wir sind doch nicht. Ja, Sheriff. Ja, durch den Hut bist du schon ein bisschen größer geworden. Das stimmt schon. Haha, den setze ich mal kurz auf. Da bin ich jetzt gespannt. Ich meine, wir haben ja schon sowas im Prinzip. Es sieht aber echt nicht schlecht aus. In dieser Zone sind Schurken stärker. Ja, von hinten aber eher nicht. Schaut aus wie ein Topf. Aber von vorne hat es schon ein bisschen was. Ich bin wohl ein Naturtalent. Wie es aussieht, kann ich hier nämlich nur ein Tor von beiden öffnen. Deswegen wird auch das zweite wahrscheinlich hier verschlossen bleiben. Kann das sein? Also müsste ich sowieso den Level nochmal spielen. Oder wie? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie auch immer. Schauen wir einfach weiter. Wir brauchen hier zwei Schlüssel. Hey, die Tür ist doppelt verschlossen. Zum Glück gibt es auch zwei Schlüssel. Okay. Frage ist nur, wo bekommen wir Schlüssel 2 rechts? Hier ist es kein Problem hochzukommen. Nur prima. Beim anderen Schlüssel, da bin ich mal gespannt. Oh, ich bin irgendwo reingerannt. Da unten ist noch ein Feuerelementator. Oh, ich wollte extra schön die Kurve nehmen und nicht die Abkürzung. Und dann sowas. So, dich kriegen wir noch. Der Lohn der Nacht. Du hast gerade die Axt gespürt. Ah, hier komme ich nicht mehr. Okay. Dann brauchen wir es nur noch nach vorne hier. Ich kann das abbremsen auch. Okay, das ist sehr schön. Und hier haben wir unser Feuerelementar. Du benötigst einen Trapmaster vom Feuerelement, um dieses Tor zu öffnen. Ich halte euch ein. Nicht zu fassen. Oh, es geht direkt rein in den Vulkan. In dieser Zone sind Skylander des Feuerelements stärker. Ob er noch aktiv ist? Hier sind schon mal Lavaströme hier. Es ist einfach nur ein tolles Areal. Es sieht so gut aus. Boah, wir bekommen den Vulkanhut oder was? Was ist das für einer? Vulkaninselhut. Ja, probieren wir ihn aus. Hübscher Hut. Ist der Feuer fest? Ah,
das sieht gut aus. Aber mir gefällt da überhaupt nicht bei Wildfire. Ich meine, in Swamp Force hat es auch, glaube ich, den Vulkaninselhut gegeben mit anderen Werten, mit besseren. Dann hatten wir es ganz zum Schluss freigeschaltet. Ich glaube, wenn man den Albtraum-Modus beendet hat oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Hornlänge voraus! Die Wikingerfrau wird's schon machen, voll abgegradet. Schauen wir uns mal kurz die Werte an. Wie die Rune des Weissagten. Oh, die Werte sind das nicht. Also, man kann hier durch die Gegend stampfen und dann noch, ja, den Boden zerschlagen. Chiptanium haben wir, da brauchen wir noch den Seelenstein. Jodelangriffe gibt es da auch noch, die kennen wir schon. Ja, habe ich schon mal gezeigt. Ha, das gibt es dann in verschiedenen Lautstärken. Diesen Pfad habe ich nicht genommen. Aber was interessant ist, diese Attacke hier. Man kann hier einfach durch die Gegend rushen. Dadurch kann man sich sehr schnell durch die Gegend bewegen. Und das ist hier sehr wichtig, denn ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich zum zweiten Schlüssel noch komme. Aha! Die Marbus werden wir hier helfen. Wir kamen, wir sahen, wir hebelten. Und durch das Gejodel ein bisschen schneller. Meine Güte, was haben wir hier? Ich bin zwar komplett erschöpft, aber puzzeln kann ich nicht so gut. Du das sagst. Schauen wir mal, was macht dieser Schalter hier? Ich konnte ihn gar nicht drehen. Dann diesen hier noch. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich nur noch warten, bis dieser Ball hier durchkommt. Und dann müsste es geschafft sein. Jawohl. So war es auch. Frage ist, ist es hier noch? Nein, hier ist gar nichts mehr. Dann kann ich einfach weitergehen. So. Voll vergessen. Wir wollten uns natürlich die Werte anschauen. Oh, 10 kritische Treffer nur. Das ist wirklich wenig. Aber da geht es um ganz andere Qualitäten hier bei Head Rush. Okay, dann nichts wie weiter hier. Jetzt haben wir die zwei Schlüssel. Nix wie rein da. In dieser Zone. Oh, ein paar Chompy, wie niedlich. Hier kann ich umdrehen. Und man macht dann mehr Damage. Bei jeder Drehung, die ich mache, mache ich dann mehr. Boah! Oh, ihr könnt mir doch nicht eins so reindonnern. Oh nein, oh nein. Okay. Puh. Nochmal Drehung. Nochmal die Drehung. Und jetzt 118, das ist der maximale Damage. Was ich mich erinnern kann. Die Dreptanium-Hörner haben sich irgendwie komplett aufgeladen. Nur Narren stürmen in den Kampf. Meine Güte, war das viel. Was die aufgeladenen Hörner überhaupt gebracht hätten. Ach so, wegen dem Dreptanium. Das war einfach nur zu Hilfe. Hier befindet sich Dreptanium. Und dann hat halt jeder, genau, jeder Trapmaster so eine eigene Hilfe, damit man weiß, okay, man befindet sich in der Nähe von denen. Also man wird da quasi angezogen. Gut. Warte mal. Nehmen wir die Brücke mal mit. Aber ich glaube... Was? Ich kann sie hier gar nicht bauen? Wieso nicht? Hier rüber? Hier kann ich sie bauen. Na gut. Dann die. Aha, ich weiß schon, wie es funktioniert. Und die brauche ich dann für drüben wahrscheinlich. Oder kann ich die zwei Brücken kombinieren? Keine Ahnung. Ein Füllhorn? Gute Arbeit, Skyländer! Ich wundere es eigentlich, dass ich noch immer nichts Essbares hier gefunden habe. Denn dadurch habe ich Torches noch immer nicht auffüllen können. Aber das soll mich nicht davon abhalten, Torch wieder mit Handrush. Oh, wie süß. Das sollte mich aber trotzdem nicht aufhalten hier. Was ist denn das? Ein neuer Skylander Flipwreck.
Den gibt's auch noch nicht. Sollte mich trotzdem nicht davon abhalten, das auch zu sagen. Und Torch bald mit HP hier aufzufüllen. Nein! Ich wollte es doch gar nicht abbrechen. Ich bin ja nur bei L angekommen. Nein. Oh, wie fies. Na gut, dann müssen wir halt eben verzichten drauf. Kann ich die vielleicht nicht so einsehen? Unter Sammlungen vielleicht? Nein. Also ich kann mich noch erinnern, früher ging das. Ich glaube bei Skylanders Spyro's Adventure auf jeden Fall, da konnte man alle Seelensteine nochmal sich anschauen. Also die Videos dazu. Ja, hier nicht. Gut. Habe ich halt eben Pech gehabt. In dieser Zone sind Skylander des Luftelements stärker. Okay. Da kommen schon wieder die nächsten Riot Shield Shredders. Boah, leck das! Was ist hier los? Och, meine Güte! Oh, der lebt noch! Nix wie weg hier. Hier bekommen wir unsere HP. Jawohl. Lass uns kochen, meinst du? Ein paar Riot Shield Shredders oder ein paar Shield Shredders in dem Fall, oder wie? Ja, kommt schon mal, wo ist hier? Die hüpfen einfach ins Verderben. Die haben null Chance. Da können noch 10 rauskommen gleichzeitig. Heiß geht's her, das garantiert. Braucht ja auch ein bisschen Feuer unterm Hintern, mein lieber Mabus. Vielleicht baut ihr dann schneller, ich weiß nicht. Ja, nehmen wir die HP. Ah, die HP. Die XP noch mit. Okay. Die Musik wird schon langsam. Bisschen kritischer. Ach so, alles klar. Der entwickelte Shrednaut. Das ist mal eine geile Idee, nämlich. Weil mit dem Shrednaut müssen wir einfach mal das Quest machen und dann können wir diese Barrieren öffnen. Oh, das ist schade, dass ich das jetzt nicht gleich herzeigen kann, aber wer rechnet mit sowas? Ich meine, gut, wenn man das Level hier sieht mit Holzfäller, dann kann man sich schon denken, welchen Schurken man brauchen wird. Aber so sicher ist es halt dann auch nie. Oh, ja, wir haben die Fee hier. Wir haben sie und Torch hat überlebt. 190 HP noch. Auch wenn ich jetzt hier den Weg rauf bin ich. Ich bin sowas von bereit. Das letzte Upgrade. Hitzewelle. Das dürfte es sein. Der Mega Blast. Frage ist dann halt nur, wie viel Damage macht er? Hier müsste ich das Reptanium natürlich noch wegballern, aber ich möchte lieber zuerst hier ein bisschen erkunden, genau. Macht mich krank! Krankenstein! Dreamcatcher. Was natürlich sehr schade ist. Oh, ich muss Dreamcatcher erstmal aufladen. Oh nein! Hier brauche ich die Flügelschuhe eigentlich noch gar nicht. Spiel safe. Spiel ja safe. Oh nein! Das war nicht gut. Ich will eigentlich die große Flamme. Drücke wiederholt schnell Y. Oh nein! Wenigstens haben wir es kurz gesehen. Oh, wie traurig sie ist. Ja, ich kann es gut nachvollziehen. Friss das! Es ist wirklich so. Man muss halt schauen, dass man den Damage
nicht einfängt, während man die Attacke einfach macht. Das ist halt die große Preisfrage. Ja, mach ich gleich. Aber ich will zuerst Food Fight noch ein bisschen her zeigen. Der hat schon einiges drauf. Man kann hier einfach mal... Oh mein Gott, sehr viel explodieren lassen. Das wollte ich bei Torch reinwerfen. Nun ist es zu spät. Kann ich hier vielleicht Zeit oder so auffüllen? Nein. Ich muss also wirklich den Skylander hier aktiv haben, damit ich hier die AP dazu bekomme. Boom, 400. Man kann hier einfach A drücken. Ich habe den Pfad genommen, wo alle dann gleichzeitig explodieren. Und ich werde das einfach jetzt rundherum ausprobieren um ihn. Oh nein. Ah, ich wollte den Hit einstecken, aber nicht. Wie wollte ich sterben? Oh, schaut mal, wie der reinschaut. Als ob 7 Tage Regenwetter herrschen. Der Hammer haut rein! Ich werde, glaube ich, echt offscreen die Skylander mehr aufleveln. Denn ich habe so wenig HP, ich gehe dann so schnell drauf und kann eigentlich kaum was herzeigen. Vor allem, ich muss ja schon fast, das finde ich auch so geil in diesem Spiel, ich muss ja teilweise schon fast einen Hit einstecken, damit ich hier den Damage auch richtig austeilen kann. Wie hier zum Beispiel mit Wonner. Krankenstein besiegt. Der hatte null Chance, dieser Krankenstein. Das ist ziemlich großer Spaß. Juhu! Wir sucht Tür, dann nichts wie weg hier. Wo ist Tür? Komm her, Tür. Komm zu Monster. Krankenstein gefangen. Jetzt einer der Guten? Mir ist ganz neues Monster. Ich würde auf jeden Fall nicht nehmen, wenn ich du wäre. Du willst Monster. Bin gut. Wähle mich. Du weißt, dass du das willst. Nimm mich! Ich will auf jeden Fall... Nimm mich! Machen wir sie krass! Gute Arbeit, Leute! Wirklich gute Arbeit! Wir haben die Mühle vor diesen Schicksalsräubern gerettet! Jetzt müssen sie sich anderes Zauberholz suchen, um neue Physikensoldaten zu bauen. Und es gibt kein anderes! Ja, ja, ich muss zugeben, dass ihr Jungs von den Mabu-Streitkräften gute Arbeit geleistet habt. Und ich kenne mich mit guter Arbeit aus. Aber ich kenne auch diese Schicksalsräuber und so leicht werden sie nicht aufgeben. Der Skylander und ich müssen sofort zur Akademie zurückkehren und herausfinden, was sie als nächstes planen. Wir werden allen berichten, wie gut ihr wart. Und wie brillant wir waren, natürlich. Ihr glaubt, wir waren gut. Wow, sehr kurzes Level, ein knackiges Level garantiert, boah, also mir gefällt es irrsinnig gut, auch wenn es sehr kurz war, neue Elemente, sehr schön, einfach nur traumhaft. Gut, dann schauen wir uns noch die Cutscene an, bevor wir den Part beenden. Okay, Chaos, was jetzt? Ja, wir könnten damit beginnen, dass ihr mir für meine großartige, überwältigende Hilfe dankt. Na? Vielleicht später. Wieso erzählst du uns nicht zuerst etwas über diese Treptanium-Waffe, die die Schicksalsräuber bauen? Na gut. Diese Idioten brauchen etwas wirklich, wirklich Stinkiges, damit es klappt. Und ich weiß zufällig, dass die einzige Sache in den Skylands, die so übel riecht, die Schmiere aus der geheimen Kanalisation des überragenden Gestanks ist. Die geheime Kanalisation des überragenden Gestanks. Noch nie davon gehört. Es wäre ja auch kein großes Geheimnis, wenn es jeder kennt. Ich kann euch sagen, wie ihr dorthin kommt. Also ich muss gestehen, dieser Ort klingt absolut schrecklich, aber wie sagt man? Die Pflicht ruft. Und die Pflicht ruft im nächsten Part hier für Flynn. Oh, neuer Stadtteil. Oh, das werden wir unbedingt im nächsten Part erkunden hier bei Skylanders Trap Team. Seid auf jeden Fall mit dabei. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir schicken natürlich jetzt schon mal Flynn voraus in das nächste Level. Ganz alleine. Denn diesen Gestank brauchen wir nun wirklich nicht. 3000 hat es gegeben. Na super, da hätte ich einen anderen auch nehmen können. Okay, trotzdem. Oh, so viel Action, wie da noch herrschen wird. Super, also bis zum nächsten Mal.